vermissen ihr alle und deshalb spielen wir mit Feuer in der Ischelandhalle. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu haben. Ja, hi, ich bin Tom Schachzig, ich bin 18 Jahre alt, hab gerade mein Abitur hinter mir und jetzt freue ich mich extrem, dass ich für euch hier in der Halle auch unterwegs sein kann und für Feuervogel TV euch die Leute quasi vor die Kamera ziehen kann und mit denen sprechen kann für euch und ja, ich hab Bock drauf und wir sehen uns. Den vermissen ihr alle und deshalb spielen wir mit Feuer in der Ischelandhalle. Wann spielt ihr denn mal endlich gegeneinander? Phoenix Hagen gegen Borussia Dortmund. Also das fände ich interessant. Eine Halbzeit Basketball, eine Halbzeit Fußball. Müsste man natürlich einen Modus rauskriegen, wie man das mit den Toren verrechnet. Fände ich toll, eine schöne Idee. Es ist aber nicht so, dass Borussia Dortmund dem FC Bayern folgt und auch noch in den Basketball kommt. Nee, das werden wir nicht machen. Wollen wir auch überhaupt nicht machen. Das ist ja auch Bayern, da werden ein paar Millionen in eine Truppe rein investiert und dann wird man irgendwann deutscher Meister. Also wir versuchen es im Fußball. Wäre es vielleicht eine Option für Sie, weil wir ja wissen, was für ein Talent, was für eine Leidenschaft Sie in die Moderation im Fußballspiel legen, dass Sie vielleicht mal, wenn auch nur ein Viertel, bei einem Spiel der Phoenix-Mannschaft mitmoderieren? Das wäre schon cool, klar. In der Halle, Hagen, hier bei mir zu Hause, fände ich toll, ja, gut. Wie gefällt Ihnen die Krummacher Challenge hier? Das ist eine sehr schöne Organisation, vor allen Dingen so qualifizierte Vereine vor der Saison schon zu sehen, wie gut die drauf sind und was die dann schon hier leisten, ist schon klasse und auch eine super Atmosphäre. Und wenn man so einen großen Sponsor dann dahinter hat, dann kann man natürlich einiges bewirken. Was fasziniert Sie ganz persönlich am Basketball? Ich bin ja Hagener Junge, also ich bin mit Basketball groß geworden. 70er Jahre war ja die große Zeit, damals hieß es noch SSV Hagen. Und da war ich auch sehr oft bei den Spielen, habe also sehr vieles dann da so mitverfolgt. Und Hagen ist eben eine Basketballstadt und eine Basketballmacht. Deswegen immer nah dabei gewesen und ich bin immer sehr glücklich, wenn also Hagen auch ganz oben mitspielt für X. Und ich hoffe, dass es auch lange so weitergehen wird. Vielleicht klappt ja mal irgendwann mal nochmal mit der Meisterschaft. Wie kommt es, dass Sie hier heute bei der Krummacher Challenge sind? Ja, einerseits sind die Krummacher ja Sponsor bei den GoFus, andererseits bin ich 15 Kilometer von hier geboren, ja, in Menden, und habe das mal zum Anlass genommen, mein erstes Basketballspiel zu sehen. Bin beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Atmosphäre, die Stimmung, hab auch nicht gedacht, dass es so schnell ist. Was gibt's da noch irgendwelche Sachen, die Sie am Basketball jetzt, was Sie gerade gesehen haben, am meisten fasziniert? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich fasziniert, dass genauso verrückte Trainer beim Basketball sind wie beim Fußball. Ich habe hier, der heißt Pesic von den Bayern, ja, ich habe ihn gesehen, der geht ja ab. Also der geht auch richtig mit, steht dann auch 3 Meter im Feld während des Spiels. Für junge Basketballer kann ich eigentlich nur sagen, Wille und Ehrgeiz, nie aufgeben, immer dranbleiben und von den Älteren lernen. Das ist mein Credo, immer die Augen auf und von den Älteren lernen und auch etwas annehmen. Und deshalb spielen wir mit Feuer in der Ischelandhalle. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu Hagen.